Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Digitalumbau. Diesmal das rätische Krokodil in Grün, die 413. Und in dem Fall habe ich jetzt einen MXion Drive XL verbaut mit einem SX6, einen Minicab. Ja, rechts und links kommt ein Servoentkuppler, also nach Eigenbau. Dann, also auf der Seite auch dann. Weiterhin habe ich am Gehäuse oben hier eine rote LED eingebaut auf beiden Seiten. Also einmal hier und einmal da. Sieht man jetzt da so? Ja, genau. Genau, das ist der Armbau. Die Spitzenlichter von den Gehäusen vorne, die werden separat geschalten über eine Funktionstaste. Heißt, man kann das Spitzenlicht separat schalten. Oder auch das rote Licht wird auch separat geschalten, jeweils über einen Funktionsausgang. Das sieht man aber dann nochmal im Funktionsumfang, wenn die Lok dann zusammengebaut ist. Genau. Anschlusstechnisch hier die zwei Servos angeschlossen. Hier ist der Spannungspuffer dran. A8 ist dann der BC. Dann hier haben wir das Spitzenlicht hinten. Hier haben wir Spitzenlicht vorne. Dann auf A3 und A4 wird noch ein Pantographensteuerungsmodul angeschlossen. Das ist aber noch in Arbeit. Das zeige ich euch noch später. A1 und A2 sind eben die Servos. Dann haben wir hier an SUSI das Soundmodul, der Zusatzstecker, Lautsprecher. Dann haben wir oben gelb und grün ist der Motor. Dann haben wir hier das braune. Das ist Licht hinten. Das ist Licht innen. Das ist zum Beispiel die rechten Leuchten unten am Krokodil, die immer leuchten. Also zum Beispiel als das Schweizer Rücklicht ist. Hier ist Licht vorne. Da wird zum Beispiel dann die linke Leuchte vorne angeschlossen. Hier ist die linke Leuchte hinten. Sowie wird auch da der Führerstand noch angeklemmt werden. Aber das kommt noch. Hier haben wir den Minuspol von der Spannungspufferung. Das rote ja, ist der Pluspol, also die Decoder Plus für die Lichtversorgung. Und das weiße und das braune ist die Gleisanschluss. Genau. Soweit, so gut. Hier hat man dann eben den Pluspol, der wo dann an alle Lampen aufgeteilt wird. Das rote wird überall hingelegt. Hier haben wir dieses dreipolige, da ist einmal grün, ist das obere Spitzenlicht, braun das linke Licht und weiß ist das Innenlicht, sozusagen das Schweizer Rücklicht. Dann hier gelb, weiß, braun und grün, die drei, die vier da. Ist der Motoranschluss im Block unten. Und hier ist das Servokabel. Und ist auf der anderen Seite genau das gleiche. Hier auch den Motoranschluss. Lichtanschluss und Servokabel. So, hier haben wir jetzt mal die Dachkonstruktion. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Das ist noch in Arbeit. Also hier hat man schon mal das Pantographensteuerungsmodul, auch von MD Electronics. Da wird hier Decoder Plus angeschlossen. Hier hat man die Funktionseingänge, beziehungsweise vom Decoder die Funktionsausgänge zum Schalten der Pantographen. Hier werden die Motoren angeschlossen, hier die vier. Und da hat man eben die Decoder Minus vom Decoder selber. Also wird alles am Decoder angeschlossen. Hier die Innenbeleuchtung, alles seitlich vorbeigeführt. Da hier einmal unter der Lampe durch wird ein Nylonfaden gezogen werden, der dann den Pantographen eben hoch und runter zieht. Und da kommt noch ein kleines Loch da rein. Und dann, genau. Dem habe ich da zwei Motoren. Und zwar wird da einer so angebaut. Die Schnecke kommt runter, da kommt dann ein Rad drauf, das Nylonband aufzieht oder abfällt, je nachdem. Einer kommt hier und der andere kommt dann dahin. Genau. Und dann habe ich auch die Pantographensteuerung mit drin. Sozusagen ist die Lok dann voll digitalisiert in dem Sinn.
Also mehr kann man fast nicht machen. Noch ein kleiner Nachtrag für die roten Beleuchtungen, wo da außen dran sind. Über A9 und A10 werden die geschalten und über Ground zurückgeschalten. Da ist die Schaltungsweise nämlich andersrum. Da wird der Pluspol geht hier raus und der Minuspol geht rein. Bei den anderen Steuerungen geht nämlich über Plus raus und über Minus raus und Plus rein. So, nun nochmal zum Nachtrag. So, nach Vollenden der Verkabelung, also die Verkabelung ist jetzt fertig, sieht es folgendermaßen aus. Wir haben hier das Dach, das geht über dieses Kabelbündel nach unten einen Stecker dran. Heißt, das Dach ist vom Fahrzeug komplett trennbar. Falls man an die Pantographen irgendwas richten muss oder so weiter. Die Nylonfäden, die wurde den Pantograph runterziehen, die sind auch schon mal eingeführt. Haben wir hier ein Loch gebohrt und hier halt eben auch da hinten. Mit einem Nylonfaden. Dann ist hier mal ein Motor dran. Da bin ich noch am Ausprobieren, wie man das am besten aufwickeln lässt und wie das halt so funktioniert. Ich habe ein bisschen noch ein Problem, dass er nicht angesteuert wird, aber das wird schon hinhauen. Genau. Und ich habe jetzt hier sechs Kabel, wo hochgehen. Habe ich ja im vorherigen Teil schon erklärt, wie das angeschlossen wird. Und ja, dann hier nochmal der Gesamtüberblick. Ist schon viel Kabel jetzt, ja. Nächster Abgleis Sohn von der Blaue Jubiläumszug, Altbahnsteig, Fuhrmann Express von Samede nach Chur. Benutzung nur mit Spezialbilletten möglich. Nächster Schnellzug nach Chur um 16:47 Uhr. Gleis 1, bitte einsteigen und die Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Geschätzte Bahn.
Gleis 3 von der Regio-Express nach dem Rasertrum bis zum Tiss. Die restliche Bahn wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Abfahrt